Hallo Leute und willkommen zurück zu Whispering Willows. In Kapitel 3, wir haben zuletzt das Messer geholt und können uns jetzt auf den Weg machen in den Garten. Und am besten gehen wir ins Labyrinth wieder. Ich hoffe, dass diese bösen Strauchmonsterviecher jetzt nicht da... Sie sind da. Okay, scheiße, sie sind da. Das ist ja gemein. Oh Gott, voll knapp. So, ich werde jetzt mal die Stellen suchen. Und es waren zwei Stück, soweit ich weiß. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wo. Ich gehe jetzt mal hier rein und suche diese beiden Stellen, damit wir das mal hier wegschnibbeln können. Böse Monster. Voll fies. Voll fies. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang renne. Ich hoffe, ich bin richtig. Ah, ich bin sogar richtig. Ja, hier habe ich so eine Stelle. Ah. Ja, dann gehen wir da mal durch. Das ging nämlich vorher nicht. Ich habe diesen Typen hier schon mal gesehen. Ich frage mich, wer er ist. Er sieht ziemlich gruselig aus. Na, wenigstens sind hier gerade keine Monster. Oh, ein schöner Brunnen. Ein Frosch. Etwas hier ist am Leben. Unglaublich. Was ist denn daran so unglaublich? Letztendlich ist es ja immer noch Natur und schön hier. Bis auf die komischen Monster halt. Oh. Wen haben wir hier? Huch, wer ist das denn? Philo. Nein. Ich bin kein Geist. Mein Name ist Philo und ich bin mein bloßes Hirngespinst. Wie Sie, ich bin auf der Suche nach etwas. Auf der Suche nach etwas. Philo. Oh, Philo ist ja süß. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Geist, diese Bu-Geist aus Super Mario. Niedlich. Ach ja, gut. Er ist auf der Suche nach etwas. Vielleicht nach dem Frosch. Oh, da kriege ich sogar was für. Cool, eine Errungenschaft bekommen. Aber hier ist jetzt nichts, oder was? Okay. Was hat mir das jetzt gebracht hier? Mit dem Frosch? Ich weiß es nicht. Dann muss ich nochmal zurück. Und diese andere Stelle suchen, wo die Pflanzen wucherten. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, die zu finden, glaube ich. Oh nein! Kommen die Monster auch wieder. Wie blöd. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, das ist schon mal gut. Nach links kann ich nicht mehr. Nehme ich jetzt die Tür. Nein! Da war auch nichts mehr oben, ne? Ich glaube nicht. Ich gehe schnell wieder zurück. Nee, das war ein bisschen offensichtlicher, die Stelle. Okay, nächste Tür rechts. Die da. Die war es auch nicht. Ah. Dann die hier. Oder kam man hier wieder zurück? Oh, ich kann mir das immer nicht merken. Nee, ich glaube, hier sind wir schon richtig, weil wir hier diese Dreier-Tür-Reihe haben. Hier kann sie nach unten. Das war aber auch nicht die Stelle. Das war so eine Stelle, wo man halt... Da war nichts mit Kriechen und so. Mhm, okay. Dann nochmal eine Tür weiter nach links. Ich glaube, hier kamen wir jetzt her, aber egal. Nö. Nö. Ah, wir werden das schon finden. Dauert vielleicht ein bisschen, aber...
gehe ich mal hier durch. Hier konnte man kriechen. War das hier vielleicht? Ich weiß es doch nicht. Oh nein. Oh nein, sie wurde das erste Mal gekriegt. Scheiße. OG. OG? Ich weiß jetzt nicht, war ich jetzt am Anfang? Okay, hier bin ich wieder, alles klar. Bin verwirrt. Echt. Ich mach das nochmal mit dem Kriechen. Und dann muss sie ganz schnell rennen. Schnell jetzt. Okay. Lieber mal schnell als Geist machen. Wer war denn hier nochmal? Oh nein, jetzt ist sie wieder gestorben. Weil sie da jetzt so... Egal, aber ich war eh falsch. Ich war eh falsch. Ja, jetzt laufe ich zurück. Das... Nee. Ich war noch nicht fertig hier. Da war noch eine andere Stelle mit Ranken. Da konnte man noch was zerschnibbeln. Oder irre ich mich jetzt? Hm. 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 Echt ein bisschen kompliziert hier mit den Türen gerade. Ja, hier bin ich jetzt toll. Ja, es hat's ja gebracht. Ich meine, wenn der Geist was sucht, vielleicht muss ich dann noch was finden, was er haben will. Ich weiß es nicht. Irgendwie wird es auch immer schwieriger mit diesen Laubmonstern. Ich meine, dass ich jetzt eigentlich schon überall war, aber irgendwie, ja. Nein! Dann mach dich nochmal hier als Geist. Hoffentlich passiert ihr hier gerade nichts. Wenn sie da so steht. Doch, die kriegen einen dann. Ich kann mich ja nicht mal als Geist machen, aber das bedeutet eigentlich, dass ich auch falsch hier bin. Das bedeutet eigentlich, dass ich auch eh falsch bin, weil wenn die einen hier kriegen, dann, ja. Kann das nicht stimmen? Mein Gott, voll die Agro-Laubbäume. Dann hatte ich vielleicht doch schon alle Stellen abgeklappert. Ich weiß es nicht. Anscheinend schon. Dachte eigentlich, hätte nicht alle gehabt. Habe ich mich wohl getäuscht oder so? Die hatte ich ja auch schon eigentlich. Hm. Mache ich denn da? Dann kletter ich doch nochmal hier durch. Da war ja der Geist mit seinem Hund, ne? Tja, vielleicht hilft mir das ja irgendwie. Ja, ich habe deinen Hund gefunden. Nein! Oh, wie fies! Wie gemein das ist! Ich muss noch mal diese andere Dreier-Türreihe abklappern. Also diese hatte ich ja eigentlich schon. Aber jetzt habe ich sie auf jeden Fall gehabt noch mal. Ja, okay. Ihr Amulett hat aber gerade da nicht geleuchtet, ne? Das habe ich mir jetzt... Ja, okay. Hä, wo soll ich denn dann hin?
Oder sollte ich von irgendjemandem den Geist finden? Dann habe ich den Geist ja jetzt gefunden gehabt. Ach, das ist ja ein spannender Part. Okay, dann nochmal durch die Tür. Ach, jetzt bin ich wieder auf dem Weg zurück. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Und hier kann man wieder abhauen. Und den Garten betreten. Och, Manu, ich weiß doch auch nicht. Es muss doch noch irgendwas geben. Was habe ich mit dem Messer denn noch nicht gemacht? Was gibt's denn da zu lachen? Ich dachte, ich hätte noch nicht alles irgendwie gesehen und gefunden. Habe ich mich so getäuscht? Jetzt bin ich schon wieder hier. Auf jeden Fall ist das mit der Schaufel immer nicht der der Rückweg. Ich denke nämlich, jedes Mal ist es der Rückweg. Gehe ich mal durch das hier. Nee, es wird nichts, ne? Das wird nichts, Leute. Ich habe keine Ahnung. Muss mal eben überlegen. Schaufel, Brief, Messer. Da waren wir ja auch gerade schon. Es hat keinen Zweck. Ich muss mal eben überlegen, wo ich hin muss. Ich mach mal eben Cut und schau mal eben. Sonst irre ich hier die ganze Zeit durch die Gegend und bin mir nicht sicher, ob es jetzt noch einen Weg gab mit einer Tür. Mit einem Platzgedöns oder nicht. Das verwirrt mich echt gerade ein bisschen. Keine Ahnung. Also hier geht's auf jeden Fall wieder zurück. So, hier mache ich Cut. Hier geht's zurück für den Fall, dass ich wieder zurück will. Nein! Oh, Mädel, bist du doof. Bleib doch da nicht stehen. Kann sie nicht direkt vor der Tür stehen bleiben? Hier, bis gleich. Ach, da kann ich natürlich lange suchen. Ich habe jetzt mal in ein Let's Play geschaut gehabt und festgestellt, dass ich irgendwie ganz falsch bin an Ort und Stelle. Wobei, dafür haben wir den Geist gefunden gehabt. Das war schon mal gut. Aber es geht jetzt ab ins Gewächshaus. Da gibt es nämlich noch etwas zu tun. Das hätte ich so jetzt auch nicht gefunden. Aber ist auch echt fies gemacht. Denn wir müssen uns hier als Geist machen. Und ja, erst so sehen wir jetzt gerade diese Vase. Und die habe ich entweder übersehen oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall können wir die jetzt bewegen. Und noch mehr bewegen. Oder auch nicht. Aha. Ich gehe mal wieder zurück. Und zerbrochene Vase. Ein kleiner Schlüssel. Ich frage mich, wer in diese Vase versteckt hat. Ja. Schön, dass wir jetzt hier einen Schlüssel haben. Jetzt können wir auch weiter. Also ich... Ja, war wohl falsch. Und ich meine auch... Und jetzt spiele ich wieder blind. Dass wir hier irgendeine Tür hatten, die zu war. Ich hoffe, dass der Schlüssel jetzt in diese Tür passt. Und er passt. Sehr gut. Ja, wieso nicht gleich? Ich kann fast das verbliebene Parfüm riechen. Okay. Nein, nicht als Geist machen. Und zwar ein Liebesbrief. Da ist der Liebesbrief. Meine liebste Fleur, die letzten Wochen, die wir zusammen verbracht haben, kamen mir vor wie ein wahr gewordener Traum. Wenn ich bei dir bin, verfliegt die Zeit, sodass die Tage glücklicher
ineinander verschmelzen. Du erfüllst mein Herz mit so viel Freude, dass nichts mehr zu tun bleibt, außer Gott dafür zu danken, dass du auf dieser Erde weilst. Aber ich fürchte, die Leute werden hinter unseren Rücken reden und mein Ruf wird besudelt. Ich muss meinen guten Namen schützen, es ist meine Lebensgrundlage. Ich würde vorschlagen, dass du bei mir einziehst, meine Geliebte. Es muss im Geheimen bleiben. Aber es ist der einzige Weg, den ich sehe, um zusammenzubleiben. Und wir müssen zusammenbleiben. Wir werden über geheime Nachrichten kommunizieren. Aber es gibt etwas zu bereden, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin verweilst du für immer in meinem Herzen. In Liebe, Wortham. Oh, ist das nicht schnuckelig. Jetzt können wir den Brief doch ihr zurückbringen. Aber hier ist noch eine Notiz. Und zwar von Wortham Willows. Ich habe das Interesse an einer jungen Tänzerin namens Fleur gewonnen, aus dem Salon in der Stadt, den ich besitze. Sie ist ebenfalls an mir interessiert und ich habe angefangen, ihr den Hof zu machen. Im Geheimen natürlich. Als Bürgermeister der Stadt darf ich nicht mit solch einer Frau gesehen werden und so muss ich sie vor neugierigen Blicken bewahren. Ich werde sie in der Sternwarte verstecken, sodass nur die Diener von ihrer Anwesenheit wissen. Sie erinnert mich manchmal an Martha, wie ich mich bei ihr fühlte. Aber ich bestreite, dass es mehr als eine bloße Laune ist. Ich kann mir solch einen Skandal nicht leisten. Ich werde tun, was ich tun muss, um mein Geheimnis zu wahren. Aha, und Sternwarte und so? Okay, müssen wir uns auch merken. Nee, du kannst nicht laufen. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Dann geh mal wieder raus, dann bringen wir Fleur de la Cour ihren Brief. Wo war die denn nochmal? Muss ich da wieder zur Villa laufen? Wo war denn die? Muss mal überlegen. Quatsch, jetzt bin ich im Gasthaus. Hier will ich doch gar nicht sein. Nee, Gasthaus ist falsch. Also wenn, dann Villa. Die war in der Villa, ne? Die flog doch da irgendwo rum. So. Nicht in den Geräteschuppen. Quatsch. So, Villa. Die Villa ist ja sowieso so ein zentraler Ort. Sie kann wieder nicht laufen, alles klar. War die nicht sogar hier? Oder war die links oben? Ich weiß es gerade nicht. Fleur. 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 Ich muss die mal suchen eben. Ich weiß, wir hatten die im letzten Part, aber ich bin mir gerade nicht sicher, auf welcher Seite die nochmal war. Sonst laufe ich nämlich auch gerade den Umweg. Aber dann komme ich trotzdem eigentlich an, meine ich. Weil wir hatten uns ja diese Tür irgendwie geschaffen, die man aufmachen kann. Bin ich im Badezimmer? Ach, ich kann hier aber trotzdem weiter. Ja, das ist super. Ja, hier, genau. Hier ist sie doch, ne? Schau mal, ich hab deinen Brief. Oh, vielen Dank, Elena. Du hast keine Ahnung, was mir das bedeutet. Bitte nimm diesen Ring als Zeichen meiner Anerkennung. Wortham und ich haben ihn verwendet, um geheime Nachrichten zu verstecken, die man nur mit ihm sehen kann. Aber ich brauche ihn nicht mehr. Du hast mir mehr geholfen, als du glaubst, Elena. Tschüss, süßes Kind. Ich hoffe, du schaffst es, deinen Vater zu finden. Okay. Worthams Ring. Wow, wir haben jetzt einen coolen Ring. Und ihr Geist ist erlöst. Oh, sie ist schon fort. Ich habe sie gerade erst besser kennengelernt. Tschüss, Fleur. Du warst so einsam. Ja. Geh in den Weinkeller? Eigentlich wollte ich jetzt zur Sternwarte gehen. Gut, gehen wir in den Weinkeller. Wenn wir das sollen, dann machen wir das. Da ist es ja auch schön. Aber der Weinkeller war der... Also Keller unten, aber... ich bin gerade ein bisschen irritiert wieder, wie man da hinkam. Weiß ich gerade nicht. War das auch über diese Tür? Ich gehe mal wieder hier durch die Tür. Es war ja auch so ein Ort. Ist das nicht hier genau? Ja, unsere Tür da.
Genau. Hier, Weinkeller. Obwohl sie eine melodramatische Person ist, bin ich froh, dass ich Fleur geholfen habe, ihren Liebesbrief zu finden. Wer hätte gedacht, dass sie und Wortham insgeheim ein Liebespaar waren? Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so glücklich über etwas so Simples gesehen. Ich hasse es, das zuzugeben, aber es ist ein klein wenig rührend. Sie war so überglücklich, Wortham scheint ein böser Kerl zu sein. Aber wenn er sie einst so glücklich gemacht hat, kann er dann wirklich so böse sein? Ich finde es schwer zu glauben, dass jemand nur böse sein kann. Also jemand nur böse sein kann. Ich weiß nicht, es gibt mir nur zu denken. Ja. Okay, dann... Ach, jetzt können wir das hier bewegen. Aha. Aha, das ist wohl irgendwie so ein... Whatever-Rätsel. Kannst du nicht mal diesen Ring hier erstmal benutzen, oder wie? Wow, sieht sie all diesen Wein an? Genau, hatten wir schon, aber kann sie nicht diesen Wortham Ring? Er hat seltsame Markierungen. Ach, die Markierungen, die dienen doch bestimmt, für die Flaschen, oder? Könnte ich mir vorstellen, aber ich check's noch nicht, obwohl Mitte... Mitte, ja und dann? Mitte, links, rechts? Pff, weiß ich nicht. Es geht ja immer nur eins. Warte mal, ich schreibe mir das mal eben auf, dieses Symbol. Dann muss ich nicht immer den Ring anmachen. So. Also dann wäre das Mitte. So, dass die... Dann müssten... Die aber... Nee. Jetzt kriege ich das immer nur hin, dass... Ja, warte mal. Dass ich immer aussuchen muss hier. Und das finde ich so komisch jetzt. Also so wie es am Anfang war, finde ich das eigentlich viel besser. Weil so macht es gar keinen Sinn irgendwie. Auch das. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Ring mit diesem Symbol auch damit gar nichts zu tun. Aber... So sind halt alle irgendwie da. Und wenn ich jetzt aber runtergehe, dann drückt sie die automatisch rein. Dann muss man eine aussuchen. Als erstes würde ich schon die Mitte nehmen. Das passt wenigstens so vom Sinn. Aber dieses Symbol, das... Weiß nicht. Es müsste halt auf beiden Seiten. Wenn man links und rechts die Flaschen machen könnte, könnte man das vielleicht nachbauen. Kann man das so machen, dass welche immer stehen bleiben? Das wäre aber richtig schwer. Das kapiere ich gerade irgendwie noch gar nicht mal so wirklich. Sobald ich halt hochgehe, also das mache nicht ich, ich mache einfach nur hoch und runter, drückt sie die dann automatisch nämlich rein. Und das ist schwierig, das umzusetzen gerade. Und ich verstehe es auch nicht mit diesen... Wie so ein Haken von oben und dann ein Haken von unten. Das ist irgendwie echt mega verwirrend. Ich check das hier noch nicht. Da kann ich lange verbringen. Das wird jetzt bis zum Ende des Parts zu gehen, das weiß ich schon. Das macht auch irgendwie keinen Sinn. Geheime Nachrichten. Er hat seltsame Markierungen.
Die müssen doch irgendwie damit zusammenhängen. Vielleicht betrachte ich das auch falsch. Vielleicht muss ich den Ring mal so ein bisschen drehen. Ich drehe auch gerade meinen Kopf, um anders logisch zu denken quasi. Das vielleicht andersrum mal zu betrachten oder von der Seite. Macht das dann Sinn? Dann wäre das... Warte, ich kann ja auch meine Zeichnung drehen. Oder? Obere, oben Mitte. Dann wäre das oben... Ja, dann würde oben... Nee, Mitte, rechts, links, rechts, Mitte. Puh. Ich schreibe mir das schon wieder nochmal auf. Und diesmal ein bisschen besser gezeichnet. Ich habe keine Ahnung, ob das... Vielleicht macht das ja halt von einer anderen, vom anderen Blickwinkel Sinn. Fangen wir wieder mit Mitte an. Dann rechts. Dann links. Und Mitte. Vielleicht bin ich aber auf der richtigen Spur. Ich weiß nicht, ich kapiere das irgendwie noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, wie ihr das sehen würdet. Also, ob das halt die Flaschenanzeigen sind. Das muss damit zusammenhängen, sonst kommt man ja nicht auf diese Rätselslösung. Und vielleicht muss man das halt... Ich weiß nicht, ob man das halt von links sehen muss oder von unten. Es sind halt zu viele Zacken, das ist mein Problem. So viele Flaschen kann man halt gar nicht bedienen. Vielleicht Mitte, links, rechts, Mitte. Aber das hatten wir doch schon. Mitte, links, rechts, Mitte. Das hatten wir schon. Das hat nicht funktioniert. Schade, dass bis jetzt keine Kombination anscheinend irgendwie Sinn machte. Ich finde es, wie gesagt, auch nicht so einfach. Und wenn man mal nicht mit Mitte anfängt, vielleicht rechts, dann... Vielleicht wieder rechts, Mitte, rechts oder links... Ich frage mich halt, ob sich dann auch überhaupt was tut von alleine, wenn ich die richtige Kombi habe. Jetzt habe ich schon so viele verschiedene Kombinationen gehabt, aber irgendwie... Tja... War anscheinend das Richtige noch nicht dabei... Schade. Ich werde weiter rumprobieren und überlegen oder mich selber spoilern. Ich weiß es noch nicht. Weil wenn ich das jetzt schaffe, dann ist ja der Speicherstand auch weg. Das heißt, ich kann nur mit euch zusammen rumprobieren. Aber ich überlege nochmal zumindest, was es für Möglichkeiten auf jeden Fall gibt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier nicht schaffe gerade. Aber ist
gerade irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das so ein logisches Denken gerade erfordert und ich dafür gerade zu doof bin oder so. Ich werde mich damit nochmal ein bisschen in Ruhe auseinandersetzen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.